und herzlich willkommen zu einem neuen Schon gewusst. Mein Name ist Saskia und ich bin die neue Moderatorin von Schon gewusst. Vielleicht kennst du mich bereits schon aus unseren Livestreams und in dieser Folge möchte ich dir gerne ein paar spannende Dinge über Google erzählen. Wenn du ein Android-Smartphone hast, dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Google-Account. Denn ohne Google-Account kannst du keine Apps aus dem Google Play Store herunterladen und auch viele weitere Funktionen von deinem Smartphone nicht benutzen. Aber weißt du, dass Google all deine Aktivitäten speichert und archiviert? Ich habe mich gefragt, was weiß Google eigentlich über mich? Und ich habe mich für dich schlau gemacht und was ich herausgefunden habe, das möchte ich dir gerne jetzt erzählen. Durch deine Online-Aktivitäten versorgst du Google mit deinen persönlichen Daten wie deinem Alter, deinem Geschlecht oder deiner Telefonnummer. Sobald du Fotos von dir hochlädst, weiß Google, wie du aussiehst. Google kennt auch deine Stimme und den Inhalt deiner Gespräche. Durch das automatische Auswerten gigantischer Datenmengen versucht Google sogar, Vorhersagen über dein Nutzungsverhalten zu treffen. Sobald dein Profil erstellt wurde, bekommst du zum Beispiel personalisierte Werbung. Du bist Google allerdings nicht vollkommen schutzlos ausgeliefert. Was du über dich preisgibst und welche Daten der mächtige Online-Dienst von dir nutzen darf, kannst du nämlich selbst bestimmen. Wenn du die Privatsphäre-Einstellungen deines Kontos überprüfen möchtest, dann musst du in die Datenschutzeinstellungen deines Google-Kontos gehen. Hier kannst du auch die Nachverfolgung deiner Aktivitäten deaktivieren. Um zu verhindern, dass dein Suchverlauf gespeichert wird, kannst du im privaten Modus surfen. Wenn du nicht inkognito im Internet unterwegs sein willst, solltest du zumindest dafür sorgen, dass dein Browserverlauf regelmäßig gelöscht wird. Erlaube außerdem nur absolut vertrauenswürdigen Apps den Zugriff auf deinen Google-Account. Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann nutze eine VPN-Software, um ins Netz zu gehen, denn so kommt garantiert niemand an deine Daten ran. Jetzt bist du bestimmt neugierig, welche Daten von dir Google bereits gesammelt hat. Das kannst du über myactivity.google.com herausfinden. Im Übrigen sammelt Google auch Daten, wenn du nicht über dein Google-Konto eingeloggt bist. Die Daten können dann nur nicht mehr ganz so einfach zugeordnet werden. Wenn du deine Daten mit Google nicht teilen möchtest und dir deine Privatsphäre am Herzen liegt, dann weißt du jetzt, wie du dich davor schützen kannst. Wenn du bestimmte Daten bei Google löschen möchtest, dann musst du einen entsprechenden Online-Antrag stellen. Google prüft das dann ganz individuell, ob du das Recht auf Löschung hast. Das war's auch schon wieder und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Mach's gut und wir sehen uns beim nächsten Schon gewusst.